Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Kutschi und wir befinden uns hier auf Eladen. Und ja, wollen jetzt die Loyalitätsmission von der Bibi machen. Denn dann haben wir alle gemacht. Und ja, alle freuen sich, dass sie uns helfen dürfen. Und sind happy. Deswegen machen wir die jetzt. Ich weiß nicht, was das Ganze war. Es gab da schon mal eine kleine Vormission. Auf, wo waren wir denn da? Auf Keterra, glaube ich, war die. Genau, da war es auch ziemlich sandig. Gab es da auch so eine Mission, wo wir da halt was machen durften. Und als wir auf Keterra zugange waren, haben die eingebrochen, sind die eingebrochen in unser Schiffchen und haben da den Roboter geklaut. Hier sind gerade welche, aber die lassen wir mal ganz gerne rechts bzw. links liegen und wir sind uns einfach mal der Mission. Oh, jetzt hängen wir wieder auch ganz schön lange. Und da sind wir gleich da, glaube ich. Verdammt, hier ist keiner mehr. Sie haben sich aus dem Staub gemacht. Naja, da wir schon mal hier sind, können wir uns auch ein bisschen umsehen. Können wir machen. Erstmal die Tür aufmachen und alles ordentlich aus. Oh, eine Pflanze. War ja klar, dass sie nichts als Schrott zurückgelassen haben. Wir gucken erstmal weiter, was wir noch so finden. Da ist noch ein Behälter. Ja, da ist nichts drin, also nichts, was sich wirklich lohnt. Das ist ja kaum die Mühe wert. Ryder, er hat Pock. Sie ist allerdings beschädigt. Ich schätze, Kalinda ist nicht gerade liebevoll mit dir umgegangen. Hey, ich will keinen Ärger. Ich habe diesen Ort verlassen vorgefunden. Laut Plünderergesetz gehört alles mir. Ja klar, das haben sie doch gerade erfunden. Es ist Plünderergesetz. Und Plünderer machen nun mal ihre eigenen Gesetze. Obwohl, dann könnten sie ja auch einfach neue aufstellen. Hören Sie, ich bin Geschäftsmann. Das heißt, wenn Sie etwas interessiert, bin ich bereit, es Ihnen zu verkaufen. Haben Sie gesehen, wohin die Crew, die diesen Ort genutzt hat, gegangen ist? Nein, aber mit denen ist nicht zu spaßen. Ihre Anführerin ist so eine durchgeknallte Asari mit einem richtig fiesen Kroganer im Schlepptau. Sie haben jede Menge Reliktstandorte ausgeplündert und nie irgendetwas Wertvolles zurückgelassen. Aber, hier waren Sie nicht so gründlich. Hier waren noch einige wirklich hochwertige Dinge zu finden. Haben Sie je von einer Asari namens Kalinda Teref gehört? Sie ist die, durchgeknallte Asari, die ich dummerweise erwähnt habe. Verraten Sie ihr bitte nicht, dass ich sie so genannt habe. Sie macht mich sonst alle, wenn wir uns das nächste Mal begegnen. Kein Problem, solange Sie uns nicht verärgern. Wie viel wollen Sie für diesen defekten Beobachter? Was, das Ding? Naja, es sieht vielleicht aus, als wäre es Schrott, aber ich versichere Ihnen, es lässt sich problemlos wieder instand setzen. Genau genommen könnte ich es sogar selbst machen und richtig abkassieren. Ich, kann Ihnen also leider keinen Rabatt geben. Na klar, der Typ wird sie wieder reparieren. Kommen wir zum Geschäft. Okay, hören Sie. Was würden Sie sagen, wäre ein angemessener Preis für den Beobachter? Nehmen Sie das hier und seien Sie froh, dass Sie überhaupt was kriegen. Ja, okay, das passt. Es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich bringe Sie auf die Tempest und flicke Sie wieder zusammen. Danke, Ryder. Vielleicht hat dieser Kalender-Albtraum ja jetzt ein Ende. Das ist eher unwahrscheinlich, oder? Ja. Wie auch immer, ich kann jetzt meinen Reliktscanner fertigstellen. Besuchen Sie mich auf dem Schiff. Echt, das war schon. Es war nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Vielen Dank. Die ist da, wollen sie auf dem Schiff besuchen. Das ist ein bisschen doof. Ah, okay, warte mal. Also halt, wir steigen mal kurz zurück und besuchen sie mal auf dem Schiff, damit die mal endlich abschließen oder auch nicht. Ich dachte, die ist viel länger und größer und wir müssen richtig viel kämpfen, aber dem sollte nicht so sein.
Also haben wir noch mal kurz abgucken, was sie zu erzählen hat. Und dann machen wir jetzt wieder hin und besiegen dann den, na, wer weiß es, richtig, den Architekten. Bin gespannt, wie der uns diesmal gelingen wird. Phoebe hat nach Ihnen gesucht. Ja, wir gehen gleich hin. Guck mal kurz, da wir schon einmal hier sind. Ja. Okay, was trinken? Na, dauert recht lange. Hallo. Hi. Schön. Nur ein Wort? Eine Silbe? Das sieht Ihnen überhaupt nicht ähnlich. Ich bin einfach erschöpft. Auch das sieht Ihnen nicht ähnlich. Ich habe das hier bekommen. Hey, Süße. Tut mir leid, dass ich dein Haustier kaputt gemacht habe. Aber es war einfach nicht vielseitig genug für mich. Vielleicht mache ich mit deinem anderen neuen Spielzeug ja dasselbe. Ciao. Sie meint sie. Ich hasse sie. Wirklich? Sind Sie sicher? Ach, ich weiß auch nicht. Es geht nicht darum, dass sie meinen Bot genommen und kaputt gemacht hat. Wir haben Pog zurückgeholt und ich habe sie repariert. Sie ist besser als je zuvor. Mein Scanner ist fertig und durchsucht den Cluster nach Reliktsignalen. Wir haben gewonnen. Wo liegt denn das Problem? Aber sie hat Gefühle wieder hochgeholt, von denen ich dachte, ich hätte sie hinter mir gelassen. Wie es aussieht, hatte ich sie nur verdrängt. Genau das passiert, wenn man jemanden an sich ranlässt. Man lädt sich Gepäck auf. Verdammt, ich reise ohne Gepäck. Sie haben jedes Recht, wütend zu sein. Ja, aber auf wen? Ich habe zugelassen, dass mir Kalinda wichtig wird. Dabei hätte ich es besser wissen müssen. Jetzt sind Sie mir wichtig, oder werden es gerade. Aber Sie sollten wissen, dass ich jeden Tag mit mir kämpfe, ob ich aus diesem Hotel auschecken soll. Bei so einer Unterkunft kann ich Ihnen das nicht verdenken. Witzig. Ich brauche einfach ein bisschen Freiraum. Zeit, um nachzudenken. Hoffentlich findet mein mit Reltec aufgemotzter Scanner etwas Großartiges, damit dieser ganze Kalinderärger sich wenigstens gelohnt hat. Schade, ich dachte, wir können die abschließen. Geht auch nicht, deswegen, ja, Mist. Ryder, hey. Ich bin so froh, dass wir Pog zurückhaben. Es ist komisch, aber ich habe sie echt vermisst. Sie haben sie gebaut und viel Herzblut in sie investiert. Ich kann gut verstehen, dass Sie sie vermisst haben. Das ist eigentlich nicht meine Art, aber vielleicht haben Sie ja recht. Also, was gibt's? Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns. Ja, das, darauf können Sie wetten. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Nein, wir gehen wieder zurück und machen natürlich selbstverständlich jetzt den Architekten. Hat ja gerade alles nicht ganz so geklappt, wie es sollte. Deswegen machen wir den jetzt. Ich dachte, die Mission ist viel länger, aber war es nicht. Schade. Wir nehmen hier mal das stärkere Scharfschützengewehr, weil Stärke halt, deswegen. Wir gucken da mal die Mods und machen da mal ablegen und ablegen und machen hier mal das. Das hier war es doch. Nein, da habe ich mich verdrückt und ja.
Da suche wieder. Ich weiß nicht, wo das dran ist, aber na gut, was soll's. Wir können es einfach abbauen. Echt? Schön. Nein, was mache ich nun? Okay, nochmal Neues und Mods. Ich weiß nicht, wie das ist. Na komm, versuchen wir es mal. Okay, also gehen wir los, landen nochmal schnell, fahren zum Architekten und machen den platt. Schade, das kann man nicht wegdrücken. Dürfen wir uns ganz entspannt angucken. Manchmal ist der Ladescreen doch schon langweilig. Oh, wir landen gleich im Außenposten. Und da sind wir. Oh, wir haben Waffen. Na toll, wir müssen draußen stehen. Na, wir können auch da lang gehen. Okay, also wir gehen, denn da war nämlich ein Dings. Also wir machen jetzt diese Mission und reisen aber schnell hin, dass wir ein bisschen uns Fahrzeit sparen. Ist nicht allzu viel, weil so weit war er nicht weg. Aber wir gucken uns gern den schwarzen Bildschirm an beim Laden. Und da sind wir auch schon. Springen wir kurz unser Gefährt und ich dachte, die ist echt jetzt. Ach, da ist er. Das ist ein Seht ihr? Architekt. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Oh, Relikte. Das sehen wir uns doch näher an, oder? Wo ist er denn? Muss ich auf den schießen, oder? Okay, ich glaube, er hat uns gefunden. Und wo ist er denn? Ach, da, niedlich. Das kennen wir, das lebt immer ewig lange nach, aber irgendwie macht das mehr Schaden. Wow, das war ein bisschen knapp. Wow. Das war gerade ganz schön. Ja, kann's halt. Oh, reicht das? Ganz knapp. Kleine Schläge, mach deine Beine auf. Er hat sich ein paar Freunde erschaffen. Oh Gott, weg ja. Und da sind nicht weg genug. Sind nicht weg genug.
kurz warten. Vergessen Sie die Panzerung. Ziehen Sie auf die Beine. Ja, die müssen erst wieder gucken. Oh, stopp, weg, da müssen wir weg. Das ist, geht kein, nimmt kein gutes Ende. Ja, genau rein. Das mag ich überhaupt nicht. Oh. Müssen wir weiter hin irgendwie? Macht er es nicht. So, mal gucken, ob jetzt wieder so. Schießt der jetzt? Kuckuck, wir sind hier. Oh, toll, endlich macht das mal wieder. Da war er vorhin zu weit hinten, da geht das nicht. Wow. Ja, als ob den das interessiert. Nein, jetzt mal schießen. Er macht Babys! Na. Ich warte, bis er wieder so ein Bein guckt, aber das dauert und dauert. Sonst sind wir eigentlich ganz gut dran, nur das. Wow. Oh, schnell ein bisschen weiter weg. Er ist reingesprungen, ins Maul. Oh, um Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen. So, einen haben wir weggemacht. Sehr schön, können wieder folgen. Laden uns mal ein bisschen munitionstechnisch auf. Naja, so weit kommt er eigentlich immer nie. Wie gesagt, so weit ist er sonst immer nie weg, deswegen sind wir quasi schon da. Vergessen Sie die Panzerung! Ziehen Sie auf die Beine! Ja, oh, gut, ich hatte Angst. Und nichts über eine Wand. Boah, das wird nichts. Boah, Kaka. So voll reingerannt. Er macht Babys.
Machen wir auch mal ein Baby. Vergessen Sie die Panzerung. Ziehen Sie auf die Beine. Oh, Kopf guckt wieder. Der Kopf liegt frei. Erledigen Sie ihn. Gar nicht wahr. Na, guckt er bald mal. Jetzt liegt der Kopf frei. Greifen Sie den Kopf an. Er ist das perfekte Ziel. Fertig. Oh, wir brauchen mal ein bisschen Munition. Kleiner Moment, ich sehe gerade keinen, ich sehe keinen. Ah, da hinten ist welcher. Oh, toll, hier ist auch welcher. Schön da eingeschossen, überhaupt keiner steht. Das macht Spaß. Ach, ich hab's vermisst. Ich glaube, das behalten wir doch wieder. Das macht echt sehr viel Schaden. Dauert zwar ewig lang bis zum Nachladen, aber ein Treffer und... Wow. Kein Problem, nichts leichter als das. Das tut nicht weh. Das glaube ich auch. Wir haben es geschafft, haben den zweiten mal ja in die Knie gezwungen. Er macht sich weg und wir können uns jetzt folgen zum letzten entscheidenden Schlag. Ja, den werden wir bestimmt vergessen, verlieren. Den kleinen. Ich glaube, wir sind vielleicht ein Ticken zu nah dran. Da schaut wieder der Kopf. Ach, der guckt einen wieder an. Boah, wow, bisschen zu nah. Echt ein bisschen zu nah. So, Bein ist auch fast kaputt. Mal schauen, wir können noch zwei und haben da noch 9 Schuss. Ah, auf Munition. Gut. Munition ist doch kein Problem mehr. Verstärkung.
Ah, bin ich jetzt zu nah dran? Ich glaube schon. Sehr schön. Ja, zu nah dran. Definitiv, so wollte ich sagen. Wir haben Scharfschützengewehr, werden es bestimmt auch nutzen. Da kommt einer. Guck noch mal. Er macht die platt. Oh, 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 oh. Ah, muss wieder ein Stückchen näher reinzugehen, das hört er nicht auf. Boah, nachladen. Dauert man schon echt Ewigkeiten. Oh, keine gibt's ja mehr. Oh, so. Stufenaufstieg, das war er. Ich möchte sagen, dass wir bei diesen die wenigste Zeit gebraucht haben. Die anderen haben alle einen Ticken länger gedauert. Und bei denen ging es eigentlich alles ganz, ja, haben wir gut gemacht. Lief. Sehr schön. Nein, freut mich. Wie laufe ich den Krater? Das sah ja vollkommen bekloppt aus. Ich denke mal, dass die Kiste hier in der Nähe ist. Und zu der wollte ich mal hinflitzen. Ich weiß nicht, ob die da oben ist. Gefühlt sind wir da nicht so weit weg. Ach, da unten, oder? Ah, da ist er. Sehr viel... Naja... So viel cooles Zeug war ja gar nicht drin. Na gucken, wir gehen nochmal zum Auto, denn hier sind wir in der Abbauzone. In einer besonderen Abbauzone. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ich weiß doch, Junge. Mineralien extrahieren. Oh. Immer noch reich? Ich mag das Rumgefahren überhaupt nicht. Das dauert immer ewig. So viel finde ich gar nicht und kostet halt einfach nur Zeit. Jetzt ist es nur noch gut. Ausreichend. Also müsste noch einmal irgendwas da sein. Mal gucken, was wir noch finden. Viel kann es nicht mal sein. Und es ist erschöpft. Nur ein bisschen. Sehr schön. Gut. Begeben wir uns mal zurück. Und zwar nach da. Denn wir haben die Mission und haben die abgegeben und können uns da, weiß nicht, die Belohnung holen oder sowas. So. Weiß gar nicht, was wir jetzt machen. Wir haben noch ein paar Missionen, die noch offen sind, zwar jetzt nicht hier auf diesem Planeten, aber noch auf anderen, werden wir die erstmal machen, bis wir irgendwann mal die Mission abgeschlossen haben. Hat mich ein bisschen aufgeregt, dass es jetzt nur so kurz war und nicht weiterging, aber das hätte man zwischendurch mal machen können. Einer ihrer Leute hat versucht, unsere ja, das hatten wir schon mal. Sagen Sie ihm, falls wir ihn nochmal da erwischen, ja, kostet ihn das eine Hand. Der Architekt ist jetzt friedlich. Er wird vielleicht in Ihre Nähe kommen, stellt aber keine Gefahr mehr dar. Welch eine Erleichterung. Danke, Ryder.
Ich sollte jetzt gehen. Alles Gute, Pathfinder. Alles Gute. So, auch abgeschlossen. Gab leider nicht mehr. Gut, hier gibt es erstmal nichts, weil es gibt noch ein paar Kisten, es gibt noch ein paar Abortionen, aber im Großen und Ganzen. Ja, brauche ich die jetzt erstmal nicht, beziehungsweise kein Bedarf mehr. Deswegen können wir uns erstmal von hier verschwinden. So. Starten wieder und ja. Haben noch ein paar Missionen. Mal gucken, was wir uns noch so. Was noch so machen dürfen sollen müssen. So, und da sind wir wieder zurück. Sie hat gesagt, dass sie mit Ihnen reden will. Echt? Schon wieder? Sie hat ganz schön Bedarf. Orte einen Reliktarchitekten. Oh, schön, es geht weiter. Ich habe mich gerade total verdrückt. Habt ihr gemerkt? Dauert wieder stundenlang, bis wir die verkackte Tür aufkriegen. Ich klopf nochmal an. Wir haben ja. Na komm, alle guten Dinge sind drei. Hey, was liegt an? Ha, witzig, dass Sie fragen. Ich muss etwas wissen. Wenn ich etwas wirklich Wichtiges erledigen müsste, könnte ich dann auf Ihre Hilfe zählen? Würden Sie mitkommen? Wenn es so aufregend ist, wie es klingt? Es ist sogar total aufregend. Dank meines neuen reliktaugmentierten Scanners bin ich einer großen Sache auf der Spur. Hören Sie dieses Signal? Soweit ich sagen kann, kommt es von einem Stück Rohprogrammierung der Relikte, von einem unbenutzten Baustein. Ich bekomme Stielaugen, wenn ich daran denke, was wir alles daraus lernen könnten oder damit machen. Das ist wie eine Rel-Tec Wildcard. Ich liebe solche Geheimnisse. Ich muss es haben. Da heißt es keine Zeit verlieren, richtig? Welche Implikationen ergeben sich aus diesem Gerät, was immer es auch ist? Im schlechtesten Fall verstärkt es unsere Brücke zur Relikttechnologie. Einige neue Daten könnten schon reichen, um die Programmierung der Relikte zu verstehen und ihre Tech effizienter einzusetzen. Ich muss es finden. Sofort. Das heißt, sofort ist ja schon vorbei, also jetzt gleich. Okay. Das war's? Kein Vortrag, keine weiteren Fragen, einfach nur okay? Sie sind dabei? Ich bin dabei. Sehr gut. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich lade die Koordinaten auf die Galaxiekarte hoch. Betrachten Sie mich als abmarschbereit. Yay, jetzt geht's wieder los mit der Hauptmission. Ich denke mal, das ist die letzte Mission. Und danach können wir auch dann Sie auch die 6 Sterne freischalten. Mal kurz schauen, wo wir hin müssen, beziehungsweise machen wir. Ach, da oben. Nein, da oben nicht. Ach, da oben. Da waren wir noch überhaupt gar nicht. Mal schauen, was noch so alles von Missionen auf dem sind. Okay, das ist die, das ist Haval, da ist Eos. Da ist das. Ansonsten, glaube ich, gibt es nicht mehr allzu viel, was wir machen können. Ah ja, da müssen wir mal irgendwann was abgeben. Das wohl, das, den suchen wir zum Schluss. Also begeben wir uns nach hier und ja. Inalara ist eine Tugend. Die genaue Kenntnis der eigenen Landkarte, des eigenen Kurses bis hinab ins Blut. Ein guter Name für die Grenze zum Unbekannten. Gucken wir uns erstmal die ganzen Ich überspringe das mal in der Hoffnung, dass es schnell geht, aber sehr schön. So,
Fliegen wir auch vom Planet zu Planet. Ich empfange etwas. Das war ich da schon richtig. Sonde gestartet. Satellit entdeckt. War das auch mal so eine Mission? Ist das jetzt wieder so ein Satellit für die eine Mission oder hat das jetzt damit gar nichts zu tun? Man weiß es nicht. Hier gibt's nichts. Oh, hier ist auch. Na, was sehen wir da? Schicke Sonde aus. Ich habe etwas gefunden. Schön. Das ist toll. Da freue ich mich total. Nein, eigentlich nicht. Ist egal. Gut. Da bleibt noch einer, beziehungsweise noch ein zweiter, aber auf den zweiten wollen wir landen. Prozent und da gibt es nichts mehr. So, und hier ist dann, denke ich mal. Die Signalquelle befindet sich in der Nähe eines aktiven Vulkans. Ich sehe keinen sicheren Landeplatz. Wow, PB hat recht. Was immer dieses Signal sendet, es ist was Besonderes. Team bereit machen. Ich versuche, einen sicheren Ort zu finden. Okay, da haben wir es. Aber das Ganze machen wir in einem der nächsten Videos. Und ja, weiß nicht, wie lange es dauert. Deswegen fangen wir jetzt nicht damit an, sondern machen das in einem der nächsten Videos. Ihr dürft mich gern dabei begleiten. In diesem Sinne, ihr dürft das Ganze gerne kommentieren, abonnieren und ganz viele Däumchen hinterlassen. Positiver als auch negativer. Und natürlich auch das nächste Mal dabei sein und wieder einschalten. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Coachy. Bye.